In St. Wolfgang im Salzkammergut bereitet man sich trotz der Corona-Krise intensiv auf die bevorstehende Saison vor. Aus diesem Grund wurde jetzt die vierte Lokomotive bei der Talstation der Schafbergbahn angeliefert. 10 Jahre ist es mittlerweile her, dass die erste dieser Art hier in St. Wolfgang angeliefert wurde. Diese Lok hat 18 Tonnen, hat eine Länge von über 8 Meter und hat über 450 kW Leistung. Dazu kommt, dass die neue Generation sehr sparsam beim Treibstoffverbrauch ist. So braucht diese Lok nur mehr 30 Liter Diesel für die Berg- und Talfahrt. Frühere Generationen haben bis zu 140 Liter verbraucht. Ich bin richtig, richtig stolz, dass wir jetzt 4 Stück davon haben, weil diese Loks einfach sehr wirtschaftlich sind, von der Ausfallshäufigkeit sehr gering sind. 2,1 Millionen Euro ist der Salzburger AG die Investition dieser Lok wert und diese besticht durch ihre Wirtschaftlichkeit, Effizienz und eine sehr lange Laufdauer. Bis 5-mal täglich wird die neue Lok an insgesamt 180 Tagen im Jahr unterwegs sein.